Name ist Frieda Anders. Ich mache Tai Chi seit 1973. Mein Lehrer, Meister Chu, von dem ich 26 Jahre gelernt habe, der war Meisterschüler von Meister Yang, war fünfte Generation und der war der erste Sohn des damals und heute noch berühmtesten Meisters im 20. Jahrhundert. Insofern, weil ich ja auch Meisterschüler und Meister dann geworden bin, vertrete ich heute die sechste Generation dieser Linie in der Yang-Familientradition. Das Besondere an meiner Tai Chi Akademie ist zum einen, dass sie die älteste Schule in Deutschland ist. Dann zum anderen, dass wir hier nach den Atemtypen unterrichten und jeder individuell in seinem Atemtyp getestet wird. Und dass ich alle Menschen, alle Schüler und alle Lehrer, die hier arbeiten, die tun das in dem gleichen Sinn, dass wir jeden so ernst nehmen, als ob er selber die Meisterschaft anstreben würde. Es gibt ja den lunaren Atemtyp, den Einatmer, der ich bin, und es gibt den solaren Atemtyp, den Ausatmer. Und ich habe mühselig herausgefunden, dass ich ein Einatmer bin durch meine Gesangsausbildung. Und dann, nach der Trennung von Meister Chu, habe ich dann angefangen, das im Tai Chi, ins Tai Chi einzubringen oder, wie ich das gerne ausdrücke, freizulegen, weil in China wurde das zwar nie direkt unterschieden, aber in der Praxis kann man nachverfolgen, das ist ein Ausatmer-Tai-Chi und das ist ein Einatmer-Tai-Chi. Ein Kennzeichen des lunaren Tai Chi ist, dass die Körperhaltung überwiegend aufrecht ist. Das bedeutet, dass man ganz mit der Zeit, das dauert ein bisschen, lernen muss, das Gewicht richtig von einer Ferse zur anderen zu verlagern. Weil das Grundbild für die lunare Aufrichtung ist ein Kegel oder eine Pyramide, die auf dem Kopf steht. Unten eng, oben weit. Und das bedeutet, oben weit zu sein, dass der Brustkorb geweitet ist, aber über den Rücken. Und der Kopf immer aufrecht, das Kinn immer leicht angehoben und die Arme immer in Ballform. Und was man oft sieht im Tai Chi, dass die Oberarme am Körper angelegt sind, das ist was, was die inneren Räume für die Atmung beengt und auch keine innere Kraft entstehen lassen. Meine Botschaft an mich selber ist, nicht aufzuhören, nicht aufzugeben, auch wenn es manchmal schwierig ist und rückblickend war, und immer weiterzumachen. Und da hat man dieses ganz tolle Mittel, dass man jeden Tag eine Übungsfolge einmal oder zweimal machen kann.